Die Deutsche Gesellschaft für Funktionsdiagnostik und Therapie erklärt zur Therapie der CMD folgende Grundsätze. Indiziert ist eine Therapie bei Schmerzen und Funktionseinschränkungen des Kiefergelenkes und der Kiefermuskeln. Die allseits wissenschaftlich fundierte Initialtherapie ist für den Zahnarzt die Okklusionsschiene. Als begleitende Therapien kommen Medikamente, Physiotherapie, Übungstherapie, Entspannungstherapie und Akupunktur in Frage. Es gibt aber auch schon eine Studie von Katja Jahn aus dem Jahre 2014, in dem er eine Schienentherapie und Übungen gegenüberstellt einer reinen Übungstherapie. Und es hat sich gezeigt, dass der Schmerz in beiden Gruppen reduziert war und auch die Mobilität verbessert war in beiden Gruppen, aber es gab statistisch keine signifikanten Unterschiede. Sodass man aus der Schiene auch schlussfolgern könnte, wie erfolgreich ist eine Schienentherapie, wenn wir wissen, dass wir bei einem dysfunktionalen chronischen Schmerz mit einer Schienentherapie eher unerfolgreich sind, aber wir andererseits wissen, dass wir bei chronischen Muskelschmerzen, Muskel- und Gelenkerkrankungen, deutliche Verbesserungen für die Patienten erzielen können, wenn sie regelmäßiges Training machen. Ein weiteres Beispiel von einem Patienten mit einer Diskusverlagerung ohne Reposition. Der Patient kam zu mir mit einer Mundöffnung von ungefähr 28 mm. Wie man erkennen kann, stand der Unterkiefer deutlich links und er hatte keine Rechtslateralokklusion, sodass eigentlich die Diagnose Diskusverlagerung ohne Reposition schon klinisch klar war. Zum Therapieverlauf. Wir haben zunächst Akupunktur gemacht, haben Lymphdrainage gemacht für die linke Kopfseite, haben die oberen Kopfgelenke mobilisiert, haben durch kraniosakrale Therapie die Kiefergelenke in zentrische Position gearbeitet, haben den Patienten Kieferübungen eingewiesen und haben ihm eine Schiene eingesetzt, in diesem Falle, der auf der rechten Seite ganz dünn war und links eine Erhöhung von ca. 2 mm aufwies. Das ist das Ergebnis nach 8 Wochen. Wir haben dann, da eine Vermessung damals nicht möglich war, eine Vermessung vorgenommen und wir sehen hier innerhalb der Vermessung, dass jetzt hier das linke Kiefergelenk bei der Öffnung keine Auffälligkeiten mehr aufweist gegenüber dem rechten und dass auch in der Protrusionsbewegung und auch in der Latrotrusionsbewegung das Kiefergelenk genauso funktioniert wie auf der anderen Seite. Auch das Posset frontal war wieder möglich. Der Patient hatte am Ende dieser Therapie eine Mundöffnung von 55 mm und eine Rechts- und Linkslateralokklusion von 12 und 13 mm und eine Protrusion von 11 mm. Im MRT zeigte sich dann, dass die Kondyle auf den Diskus wieder aufgesprungen ist und dass der Kiefer wieder voll geöffnet hat. Also auch im MRT war das im Prinzip genauso zu beobachten, wie es sich auch in der Vermessung dargestellt hatte.